Einfach ein Benny's Mad Podcast machen. Das hier ist meine lange Voice-Nachricht, die ich immer mal an Konstantin schicke. Oh mein Gott. Ich nehme alles zurück. Grabs. Mach Radio, Mann. Ah, oh, sieht das gut aus. Konstantin ist direkt tot. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben in diesem Turnierverlauf, Konstantin hat ein Heartbreaker-Set verloren gegen Maxi und Sad. Und als ich Marius gefragt habe, was sein Vibe ist, dann war er so, es geht so. Also, es sind beide jetzt nicht hot oder so. Also, sie hatten jetzt überhaupt gar keinen Anspruch. Aber ich glaube, es ist genug Liebe da, um so gegenseitig zu versuchen, sich zu besiegen. Sonst hätte ich mich auch nicht gewundert, wenn sie einfach so ein bisschen auf der Stage gechillt hätten nebeneinander. Oh, der Grab aus dem Firefox. Können nur Pros. Aber stopp, nie so kompliziert. Oh, where's the memes? Nope, nie von der Ledge, machen wir nicht. Stomp. Nee. Oh Gott, ich hab gerade im Bingo verloren. Yes. Oh, Marius ist sick. Und, oh, Konstantin will es. Stocks? Nein. Das, was ihr wollt, ist Sex. Oh. Yes. Nice. Get up, attack. Oh, vielen Dank übrigens für die Komplimente an meine Stimme und meinen Commentating-Style. Ich nehme es mir zu Herzen. Vielen Dank. Nice. Und da sind wir schon. Game 1, Last Stock. Ganz wichtiges Game. Richtig important für diese... Oh, Forward Smash. Never mind, wir spielen Spaghetti Melee. Oh, nee, let's go. Und geht er raus? Er geht raus mit dem Abwehr. Und Marius ist so, ne, I cannot come back. Das war's. Aber wie wir wissen, beide Spieler, die einfach besser werden, je mehr sie verlieren, je mehr sie gedemütigt werden, je mehr sie in der Öffentlichkeit so Sprüche bekommen wie, wow, ich dachte, du wärst größer im echten Leben. Beide profitieren davon großartig. Und das macht gute Melee-Spieler aus. Genau der Wortlaut. Auch Konstantin, darf ich das sagen, schnellste Abwehrs, aber auch richtig schnelle Wave-Dashes. Die sind einfach so flupp. Es fluppt einfach. Oh, lol. Was für ein leer Grab. Großartig. Nies. Oh, Nini. Schlechter Stomp. Covert gar nichts. Geile Abwehr. Das muss er machen. Einfach mit der Abwehr so. Jawoll. Scoop? Nein. Nie. Oh. Das technically nie so, I guess. Aber er tötet ihn nicht. Weil, warum? Why would you be efficient? Okay, was? Tournament Winner ist auch beim vierten Mal nicht die beste Option von The Ledge. Ah. Und das Beste ist, als Kommentator weiß niemand, wie gut deine eigenen Ledge-Options sind. Oh, was passiert hier? Niemand lebt? Er hat beide tot. Cool. Okay, let's go, Marius. Come on. Make it close. Schön. Guter Double-Ed. Jawohl. Nee. Bleibt stecken. Leider. Oh. Okay, schön. Yes, das war's. Oh. Oh. Get honked, anyway. Kalkuliert. Mit einem anderen Engel hätte er noch überlebt, aber er kriegt die. Also, wirklich. Im Slippy-Algorithmus gehen gerade so alle Zahlen an. Was? Das Combo-Video ist nur dieser Clip in Slow Motion. Wo kommen die Replays hier? Für alle, die es nicht wissen, ein Grund, warum meine Stimme so toll klingt, oder eigentlich der einzige Grund, ist, weil unser lieber Jonas sein wunderbares Mikrofon mitgebracht hat. Und das andere, was er gemacht hat, ist unser Slippy Auto-Generated Combo-Video zu posten letzte Woche. Was großartig ist, guckt es euch an. Ist es auf Twitter? Ich glaube schon. Ja, er glaubt schon. Deswegen, wenn ihr lustige auto-evaluierte Kombos vom Algorithmus sehen wollt. Oh! Der Back Air! Du hast keine Invincibility. LOL. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Früher waren mein Mitwohner und ich so schlecht in Melee, dass wir immer... Kombinationsvideo. Yes. Das Kombinationsvideo. Oh, die Side B from the Ledge. Unser Joke war immer, man kann auf Randall nicht landen. Weil wir wussten natürlich, dass es geht, aber weil wir beide so schlechtes Movement hatten, haben wir sie immer verfehlt. Und es war so, nee, die Wolke hat gar keine Hitbox. Ich schwimme mit der Abi. Genau. Same. Und es war, doesn't work. Banane mit den Komplimenten. Hör auf, mir Komplimente zu machen und komm zum Weekly, Freundchen. Da kannst du meine Stimme in Person, also wirklich so live hören, das ist besser als jedes Mikrofon. Und du kannst dich besiegen. Super Double. Oh, schön. Oh, das erste Hard Knee in diesem ganzen Set.
Oh. Gestorben. Ja, okay, Marius wusste, dass das passiert. Ein Jedi weiß genau, wann ein SD in der Luft liegt. Und wer ist, so, wenn du jetzt so Jedis zuweisen müsstest, dann ist Konstantin definitiv Anakin und Marius ist Obi-Wan Kenobi. Zu 100%. Allein in dem Shot auch schon. Ich glaube, Niki ist 2-1. Ist 2-1? Ist 2-1. Ist das vierte von 5? Vierte von 5? 4 von 5? Oder von 4? Man weiß ja immer nicht. Möglich, auch möglich. Auch wenn es so losgeht. Aber Konstantin will den Zock. Okay. Will nicht den Zock. Forward Tilt ist lang, aber nicht so lang. Ich weiß nicht, was ein Anakin ist. Haron. Du kannst einfach jeden Müll sagen. Ey, was geht, Arthur? Ich bin fett begeistert. Ja, Maxi. Du sagst doch, Top Player Maxi ist back. Ich hab's ja gesagt. Oh! Konstantin. So. Was ich will, ist jemand, der so zu ihm hingeht und dann so. Ist das, geht das nicht nie? Kann dein Controller. Ist das Absicht? Hat ein Arduino eingebaut. Ja, genau. So immer, wenn er so nie würde, kommt stattdessen so eine Back-Air raus. Wir haben unser Turnier, wo Konsti gespielt hat. Das war wahrscheinlich ein Jedo, wo ich zu Hause war. Und da war Max neben mir und meinte so, wieso kriegt ihr denn nach dem Stomp nichts? Und dann sind wir an meine Wii gegangen und ich habe Angelpunch angemacht. Ich habe so auf Random BI eingestellt und dann habe ich so andauernd Stomp nie gemacht. Ich weiß gar nicht, schwer, man kann nie kriegen. Oh, das dafür kann er auch. Das sieht aber cool. Oh, schade. Ja, das war schön, das war schön. Yes, Stomp. Max, mein Mitbewohner. Ich tue ab. Da bist du eher dafür doppelt. Alter. Karon ist großer Maxi-Fan. Wir müssen einfach hier rein so ein Contest machen, wer mehr Stomp-Dies hat. Hat er dich im Zug von Hamburg zurück ein bisschen gecoacht? Hat er dich gecoacht? Mann, ich glaube, das alleine gefahren, das ist mich coacht wieder niemand. Sad. Wie war eigentlich die Venue? Ich hab gehört, die war richtig krass. Ich will auch. Nächstes Mal müssen wir 30 Berliner da sein. Ich glaube, wenn ihr das so ausruft und so sagt, ey, müsst alle kommen, sonst machen wir kein Weekly mehr, dann kommen wir doch. Also ich habe mal die Webseite gesehen, die haben ja auch... Konstantin, das ist einfach Absicht. Er macht es nicht. Er will nicht mehr, aber er gewinnt trotzdem. Sick. Sick. Grabst. Oh. Stomp. Ja. Okay, kriegt Marius diesen Stop? Nein, er gibt ja nichts zur Welt. Ah, doch. Okay. Marius ist noch in diesem einfach Game. Irgendwo random Rollback einfügen. 42? 42? Der Sinn des Lebens? Kann Marius ihn ausnutzen? Nope. Wir bleiben auf der 8er-Skala. Let's go. But no. Ah, das sieht schwer aus. Konstantin smoothed einfach. Er ist der schnellste Charakter on the screen. Auf eine, oh, auf eine Art. Cool. Oh. Voll cool. Ja. Oh, yes. Wow. Was für eine F-Smash. Richtig Last clever. Wow. Stock. Last Stock. Für Marius ist das Tournament live hier. Ja, true. Potentially Last Game. Oh! Emro Shine. Oh, der Klatschminister. Oh, no. Game 5. Okay. Da scheint ein bisschen das Hoffnung durch. Karon von zu Hause, dein Ernst? Dein Ernst? Banane, keinen Bock, Alter. Banane, so mad. Ja, vor allem konnte sie mal 3 Stocks zu einem vorne, ja, ne? Ja, aber das war auch gut gespielt. Bisschen Nerven behalten? Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, so mies, ne? Drill, oh, und Shear. Oh, das ist es! Jesus Maria, Marius. Crouch Cancel, Double Shine. Was, how does he do it? Er verschiebt ihn. Stomp? Nee! Stomp, nee, das gibt's doch gar nicht. So serious! What? What? Okay, Konzi ist aufgetaut. Die Augen leuchten rot. Laser von Marius. Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Aber beide spielen einfach doppelt so schnell. Das ist sehr richtig. Auf einmal ist das ein Game. Oh, wow. Oh mein Gott! Und er hat in den Rejump natürlich. Marius war nicht ready für den Rejump aus irgendeinem Grund. Er wollte an die Ledge. Nicht so geklappt. Näher. Guter Näher. Oh, da kommt er mit der Anti-Edgeguard näher zurück und hat Marius ganz auf den falschen Fuß erwischt, aber. Nach wie vor ein Fullstock-Lead für Marius hier. Und jetzt ganz anders aus. Jetzt beweist sich der gute Konstantin, wie viel besser bist du wirklich. Nice. Kannst, oh, und da kriegt er die Bären nicht rechtzeitig raus. Und das, ja, oh, ja, die, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gewesen. Oh, wow. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Crazy Town.
Yes, okay, wir sind richtig ready dafür jetzt. Okay, und Marius an die Ledge. Oh nein. Here we go. Jetzt reversed von dem letzten Game, Konsti auf Tournament Stock. Ja, und? Aber Konstantin mad. Einfach hat die Power, die Rage-Power jetzt. Überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, der hier kein passiert. Kein Rejump und es wird getaggt und die Backer trifft nicht. Krass, aber Marius war krasser genau Angle. Jawohl. Oh, wow, die Up-Air oder Shield, aber mit dem Tippitoe. Und das Kinn. Einfach und so das Kind, ja, voll. Geschnipst hat er ihn vom Screen. Konnte sie immer noch an der Ledge. Okay, jetzt konnte er sich zurück in den Center Stage kämpfen, aber Marius kriegt direkt ein Opening daraus, kann aber nicht viel daraus machen. Das nie und so kommt auch dann ist ja offstage. Und wieder Edgeguard-Situation. Das könnte so der Stock sein. Diesmal kein Stomp. Okay, gut, dass er mit der Abwehr raufgekommen ist. Leider hat er nichts rausbekommen, weil Marius, glaube ich, noch ein Torch kennst hat. Aber wir sind noch... Oh, das sind so viele Prozente. Okay. Und kommt sie jetzt offstage, aber tatsächlich mit der Ledge. Wieder nicht. Oh, wow, mit dem Jo mit Rad zurückgekommen. Shoutout an Arne. Hatte gestern Geburtstag. Der hat's erfunden! Der hat's erfunden mit dem Bär. Yes! Oh shit! Wer hat's erfunden? Der Arne. Die Freiburger. Wer genau? Okay. Konstantin lebt. Wir sind gut. Ja. Neutral. Konstantin auf Stage. Oh, das ist auch geil. Marius holt sich das Game. GG's. Das war erstaunlich aufregend. Zum Ende hin. Crazy Town.